Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Jep, wieder geht es weiter in der nächsten Folge. In der letzten habt ihr ja gesehen, dass ich Mo doch noch gekriegt habe. Das war ein lustiger Cliffhanger, den ich da fabriziert hatte in der vorletzten Folge. Aber es geht jetzt weiter. Zudem sei gesagt, dass ich Greta offline versucht habe, aus der Kanalisation zu holen, weil ich nämlich vergessen habe, irgendwie da mal, wie geht's denn hier nochmal raus? Also bergab immer. Ja, weil ich nämlich vergessen habe, sie irgendwie am Leuchtturm nochmal anzusprechen, so sehe ich das. Aber ich kann sie, nachdem ich sie erneut zum Leuchtturm gebracht habe, habe ich leider nicht die Option, sie irgendwie abzustellen. Ja, entweder habe ich sie die ganze Zeit an der Backe kleben oder sie wird wieder zurück in die Kanalisation gespawnt. Das ist jetzt doof, aber es geht jetzt hier erstmal weiter in dieser Folge. Ich befinde mich bei Nagur und Nagur ist... Mann, lass mich einfach in Ruhe, okay? ...genervt. Erstmal muss ich selber mal gucken, wo ich mich hier genau befinde. Ach ja, hier am Ende der Barücke, richtig. Und zwar hier bei diesen lustigen Menschen, wo ich den Mo... Also hier bei dem Berg der Verdammten. Würde es der hier ist die Sarah. War noch gar nicht hier in den Hütten. Gibt es hier was in den Hütten zu pütten? Oder stehen hier einfach nur Dingsbums hier rum? Betten. Edda? Wo ist dein Kochtopf? Ich will eine Fischsuppe. Hey du! Was wirst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Solange die Orks in der Stadt bleiben, werde ich wohl hier bleiben. Also, okay. Es ist damit zu rechnen, dass also hier nicht so viele Gesprächsoptionen da sind. So, das war hier eine bewachsene. Also, wer hat denn hier sein Zelt hier aufgebaut? Mein Gott. Pflanzen im Zelt, auch wieder lustig. So, mal gucken, Möhrchen. Willst du noch was aufs Popöchen? Nee, will er nicht. Ja, kurz gucken. Vater und Mutter hatten wir ja hier getroffen. Mein Vater Bosper ist noch auf der Jagd. Wo genau? Aber konnte mir meine Mutter nicht sagen. Ja, das heißt also, wir gehen erstmal in die andere Richtung. Wir werden in die andere Richtung flennen. Grimbald, Garl. Die zwar darunter werden wir gehen. Dann gehen wir mal weiter runter und schauen mal, wer uns hier alles so über den Weg steht. Weil laufen tun sie ja hier nicht. Hier ist Rupert. Hey, wie sieht's aus? Was? Hilfe, hau ab, lass mich in Frieden. Na? Moment, du bist gar kein Orksöldner. Nee. Du bist ein Kämpfer des Königs. Woher kommst du? Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Wir wollen gegen die Orks kämpfen und... Die Orks? Hier sind überall Orks und jede Menge Banditen. Du musst uns unbedingt helfen. Dafür fehlt mir jetzt die Zeit. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Na toll. Und was uns wird, ist dir egal, oder was? Eine tolle Hilfe bist du. Kopf hoch. Alles wird gut. Ach komm, das glaubst du doch selbst nicht. Naja, Kopf hoch, alles wird gut. Kopf hoch. Ja, okay. Und Fenia war auch eine Händlerin, und zwar am Hafenviertel. Hallo. Ich wollte... Du siehst recht mitgenommen aus. Ja. Lange nicht geschlafen, wie? Ach, Leute. So ist es. Und weiter? Ja, okay. Ach ja, die Fenia. Also im richtigen Leben habe ich noch nicht solche Namen gelesen oder gehört. Oh, ich habe eine neue Freundin. Und wie heißt sie? Naja, Greta. Die ist weg. Die ist weggelaufen. Hey, Bolta. Hallo, wie geht's? Nun, mir geht es gut. Der Rest interessiert mich nicht. Das heißt, du interessierst dich auch nicht für mich, ne? Okay. So, jetzt haben wir hier wieder ein erfrischendes Gewässer. Wobei ich denke, hier wird es nichts geben. Außer ein paar schöne, hübsche Seerosen. Da hinten steht wieder so ein Typi. Aber. Was jetzt? Nein. Hat wieder hier einer vor, meine Experiences Points zu versauen, oder was? Ein Mistvieh weniger.
Oh, nee. Hallo. Ich hab doch gerade eben mein Schwert gezogen. Wieso bleibst du nicht dabei? Bandit, Bandit, Bandit. Bandit? Oh Mann, nein. Na, dann machen wir mal hier kurzen Prozess mit den Banditen hier. Oh, das geht doch ganz smooth hier. Ah, Mann. Oh, das war auch noch eine Giftfliege. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und zwar eine große Giftfliege. Moment mal, habe ich eigentlich... Nicht zu plündern. Ich sollte doch irgendwie... Ja, gleich mal nachgucken. Jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. Ich sollte doch irgendwie auch noch einen Giftfliegenstachel beziehungsweise so ein Sekret für Konstantinos Experimententrunk holen. Grobes Kriegsbeil. Aha, wie sind das? Wieso grobes Kriegsbeil, Bandit? Große Giftfliege. Habe ich eigentlich einen Giftstachel irgendwie hier in meinem Inventar? Da. Stachel. Der Stachel enthält giftiges Sekret. Das ist schon mal gut. Da fehlt mir noch diese Sonnenaloe Vera. Aloe Vera, ja. So, die haben mich natürlich hier völlig aus dem Konzept gerissen. Und zwar für den Weg, den ich hier eigentlich gehen wollte. Also nicht so ganz so weit. Das heißt, ich werde hier nochmal ein bisschen abgrasen und dann hier links zur Hölle reingehen. Höhle. Ne, da war nämlich so ein Gang. Aber wir werden erstmal vorher nochmal eine Runde was trinken tun oder was essen. Habe ich noch irgendwelche lustigen Speisen, die mir kräftige feuergeschnetzeltes Stärkebonus 1? Das ist doch gut. So mag ich das. Was haben wir denn hier? Hier haben wir lecker Fischsuppe. Aber lecker Fischsuppe. Werden wir die auch mal wegsüffeln, weil dann ist dann Inventarslot weniger. Dann habe ich mehr Übersicht. Lol, mehr Übersicht. Alles klar. Okay. Das Ganze werden wir wieder speichern. Und dann schauen wir doch mal rechts ums Eck. Ah, dies ist noch die alte Höhle irgendwie, die ich noch kannte. Da gab es doch auch mal so lustige Geschichten drinne. Es ist halt wieder so lange her. Aber trotzdem gucken wir mal. What erwartet uns hier? What await us here? Ach, war das nicht hier diese Riesenbanditengeschichte hier? Oh nee, ne? Hat's denn hier nicht so eine Riesenbanditen? Irgendwie sowas mit vielen mehr Banditen? Oh, ich darf hier wieder... Oh. Ah, lustig. Einfach geraten. Was haben wir denn hier? Ein Yachtbogen. Gut, Yachtbogen. Erstmal gucken, wie ich hier waffentechnisch eigentlich bogenmäßig verbessert bin. Ja, ich habe hier natürlich meine Armbrust. Da brauche ich benötigte Stärke 100, die ich natürlich nicht habe. Da habe ich jetzt erstmal 63. Gut, okay. Was hat, versteckt sich denn hier noch? Hier versteckt sich nichts mehr. Jetzt gehen wir hier weiter durch. Mhm. Gittertor. Mit Schalter oder ohne Schalter? Ohne Schalter. Geht das hier so auf? Nein, geht hier nicht auf. Aber ich glaube mal hier, dieser Holzverschlag, der geht auf. Das tut er auch. Und keine bösen Überraschungen hier. Außer ein paar Truhen, die kein Vorhängeschloss haben. Mit 25 und ein Dolch. 25 Gold und ein Dolch. Supi. Ja, das nehmen wir doch gerne mit. Und nochmal 55 Gold. Jetzt haben wir schon ganz viel. 6510 Gold. Und hier ist ein Feuer. Wenn ich es nicht besser wüsste, hätten hier irgendwie mittlerer Lederbeutel Gobos hausen können. Tja, ich bin mal gespannt, ob es irgendwie so ein Playable Teaser für Gothic Odyssey im Auftrag des Königs 2 gibt. Böse Anspielung. Hey, ein riesen Zahnrad hier. Ja, ja, das war ein Ding. Aber das will ich jetzt hier nicht thematisieren. Bam, bam, bam.
Ja, da sind sie. Skevies. Die machen wir ganz schnell platt, oder? Oder was? Platt, was? Ja, ist gut. Komm. Euch verspeise ich doch zum Frühstück. Sippe, sippe, sippe. So, ich muss jetzt irgendwie noch meinen Vater finden hier. Vater, wo bist du hier? Weil hier waren Banditen. Wieso standen die eigentlich hier mittenmang? Warum standen die eigentlich so mittenmang, die Banditen? Ha? So, jetzt teilt sich hier der Weg. Mal gucken. Gucken wir uns mal die Richtung an. Also, hier geht es rum um den See. Muss mich mal orientieren und dann geht es da hinten nicht weiter. Da ist eine Brücke. Soll ich da hingehen? Nee, ich gehe mal da oben rum. Also ich gehe jetzt diesen Weg. Dieser Weg. Und ich höre wieder was schmatzen. Oh, was war denn das für eine lustige Drehung? Du sollst hier kämpfen und keinen Eiskunstlauf hinbringen, ey. Mit Pirouetten und so. Glaub's ja nicht. Ah, ja. Ja, das ist der Weg. Das ist der Weg, der da hinten hochführt. Oh, what are you denn für ein Ding? Was ist das? Oh, da kommt er gleich an. Ein kleines Irrlicht. Das sieht aber lustig aus. Nicht zu plündern. Nicht zu plündern. Und Irrlicht kann auch nicht labern. Schade eigentlich. Oh, Mino. Okay. Gut. Und hier liegt wieder eine Steintafel der Lebensenergie, die ich bestimmt nicht lesen kann. Kenn mich doch hier. Steintafel der Energie. Hier haben wir eine. Ist auch leider alles hier wieder so durcheinander. Ach ja, hier. Steintafel der Magie, der Lebensenergie und hier. Genau, richtig. Das kann ich nicht lesen. Genau, das können wir nämlich nicht lesen. Okay, gehen wir mal wieder hier Richtung Bogenweg. Und es wird dunkel, das geht. Gefällt mir nicht. Oh, Börnesselchen. Ja, ob ich jetzt hier ein paar Kräuterchen vergesse oder sowas, ist auch egal. Auf jeden Fall gucke ich nochmal, was hier ist. Wenn hier noch was sein sollte. Nein. Feuerkraut. Nee, das ist mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu dunkel. Da steht jemand, da steht schon wieder jemand. Wieder ein Bandit, was? Oh. Nee, ne? So Banditos, so macht man. Und doch nicht mit dem. Oder? Ach, ich mach. Das ist komisch. Manchmal zieht er, dann steckt er es wieder zurück. Ich mach dich fertig. Ja, mach mich mal fertig. Komm. Wer macht hier wen fertig? Na, das ist auch doof. Läuft erstmal 5 Meter an mir vorbei. Oh, da kommt ja noch einer. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Gut. Oh, aber Energie ziehen konnten sie. Wunderbar. Degen. Von wegen Degen. Hier ist noch ein Degen. Trinken. Und bitte mal die Erleuchtung nehmen, die da heißt Fackel. Okay, sehen wir wieder etwas. Oh, wie laufe ich eigentlich jetzt in die... Was? Aua hat's gemacht. Scheiße, da ist noch irgendwo ein Bandit. Und ein Beil. Irgendwo noch ein Scharfschützenbandit. Erstmal gucken, wo der ist. So, hier irgendwo. Ach, da. Ach,
da hinten am Ende des Weges. Gucken, kriege ich den? Den kriege ich ja. Oh, ich kriege ja selber was ab. Oh. Der sagt auch nichts, dieser Sack. Okay, Waffe wechseln. Du sollst die Waffe wechseln. Und jetzt den Banditen ein bisschen verwirren. So, den Clan der Bandidos. Nicht durch Handauflegen eliminieren, sondern durch... Erstmal ganz vorsichtig anlocken. Genau richtig. Der erste. Oder hinten. Komm, die kommen alle. Warum? Da hinten ist auch der Bogenschützer. Schützer, sage ich schon fast. Also der Stein könnte eventuell mich doch noch ein bisschen retten. Aber nein. Der rettet mich nicht. Also ganz schnell hier den Heinz hier verwirrt. Los, steck deine Waffe weg. Genau, richtig. Und zack, fertig ist die Kotkiste. So, und auch den hätten wir dann hier. Ja, es werde Licht, würde ich mal sagen, weil es ist mir zu dunkel. Ah ja doch, es ist ein schönes weißes Licht. Vielleicht sollte ich auch mal was trinken. Und zwar eines roten Trankes. So. Jetzt gucken wir doch mal. Ja, den Banditen haben wir jetzt mal eben geplättet. Gucken, was gibt es denn hier noch Lustiges? Also das Licht, wenn man so genug Sprüchezauber hat, ist richtig gut. Weil dann sieht man erstmal, was hier eigentlich los ist. Und man hat noch eine Hand frei. Also das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal meine Armbrust nehme, da sehe ich plötzlich einen Herumtreiber, den ich mit zwei Schüssen einfach mal so erledigen konnte. Was hat denn der Herumtreiber? Ach, wie süß, das Licht folgt mir, wenn ich mich bücke. What gibt es denn noch? Oh, was ist denn da hinten? Ach, da hinten ist ja der Inka. Die Inka-Säulen. Oh, hier geht's runter. Oh, ich wollte euch jetzt nicht blenden. Ach, durch diese grazile Schönheit von Roland und seinem Licht überm Kopf. Die Heiligsprechung Rolands. Aber... Ah, ja, ja, richtig, das ist ja das Tal der Rammel. Ah, was gibt's denn jetzt noch? Ist das langweilig hier? Da hinten ist er. Jedenfalls sah das so aus. Ja, Banditos. Banditos. Oh, Vajos. Mal gucken. Oh. Erstmal hier im Blauflieder pflücken. Gucken, gibt es auch Pfeil- und Bogen-Banditos? Hallo? Ja, der hat einen Pfeil und Bogen. So, dann werden wir mal erstmal Richtung... Ah. Los, macht den alle hier, Peoples. Oder auch so nicht. Penner. So, ich mache das jetzt anders. Werde ganz mal eben schnell... Zum Feuerball. Nein, wo ist denn eigentlich mein... Habe ich den noch nicht angelegt? Ich habe doch noch irgendwie eine Rune, die mich doch oben zum Bärchen bringen sollte. Kürzlich im Norden, ist es das? Habe ich mal selbst Berg gesagt? Mal gucken, ob es der ist. Ja, das ist es, weil ich möchte eine Runde pennen und dann gucken wir uns das beim Tageslicht am besten an. Dann gehe ich dann gleich wieder runter. So, da sind die Bandidos. Ich habe volle Energie und ich werde mit voller Energie mal als erstes mal diesen Pfeil und Bogen Heinz hier mal. Du sollst nicht stehen bleiben. So, jetzt. Du bist weg. Du bist weg. Du bist weg. Ich wäre es beinahe auch gewesen. Degenerated. Oh, mal ein bisschen was trinken. Weiter geht's.
Ja, wo ist die Sonnenaloe Vera? Das wäre toll. Außer Blauflieder liegt hier nichts rum. Aber sind dolles aber auch. Ich möchte was erleben. Ich möchte noch was erleben hier. Ich möchte meinen Vater wiedersehen hier. Nicht nur Heilpflanzen. Aber hier geht man. Wo geht's denn hier lang? Okay. Oh, das ist übelst hier. Ist ja hier ein richtig schönes Monument, das jeder kennt. Und da hinten sind Feuerwarade und Blutfliegender herrlichst. Kann ich die schon irgendwie wegkillern oder was? Oh, ein Schattenläufer, der schläft. Das weiß ich jetzt nicht, ob das geht. Komme ich hier überhaupt hoch? Ja, ich komme hier hoch. Ist ja immer noch diese Schatulle mit diesen vielen Goldgeschichten. Ah, Gold liegt hier schon mal rum. Das ist schon mal goldig. Wunderbar. Da unten brennt ein Feuer mit Lager. Ein Lagerfeuer. Das könnte aber auch... Oh, da gehen wir noch später mal hin. Gucken wir mal, was es hier gibt. Also das hat sich wohl nicht geändert hier. Dass hier dauernd überall Goldmünzen versteckt und verstaut sind. Und ich die hier alle einzeln auflesen muss, anstatt man es hätte sie mal hier mal in die Truhe gesamt hinein verpflanzen können. Oh, Lebensenergie 1. Kann ich eh nicht lesen. Also was soll ich das Ding noch auspacken? Steintafeln. Mhm. Vielleicht gibt es davon auch 10 Stück. Hier ist noch eine alte Steintafel. Oder noch mehr Steintafeln. Das Gebot der Steintafeln. Mein Gott, dieses Gold nervt. Was habe ich im Hintergrund gehört? Irgendwer hat da im Hintergrund... Hier, hört ihr das? Was ist das? Das ist doch ein Schattenläufer. Versucht hier ein Schattenläufer irgendwie hochzuklettern oder was? Das wäre ein Ding. Apropos hochklettern. Ja, das geht nicht. Okay, dann wollen wir uns mal hier an dieser Truhe verewigen. Oder tun. Die ist ja noch nicht mal abgeschlossen. Die ist geplündert. Okay, hier kommt man auch direkt runter. Hier kommt man auch direkt runter. Oh, war ja. Ja. Dann gucken wir mal, was wir hier. Ach, da ist der Schattenläufer. Da ist er. Na, die Treppen werde ich später mal abgrasen hier, da eventuell was liegen könnte. Ups. Jetzt ist hier in der Flucht drin. Steuerung F8 ohne Marvin-Modus. Habe ich denn überhaupt eine Chance gegen diese Feuerwarenchen? Einen holen wir mal. Wie schnell sind... Oh, die sind fix. Nee, habe ich wohl nicht. Nee. Aber mich interessiert doch, was da hinten für ein Feuer war. Oh yeah. Da hinten brennt das nämlich. Es könnte sein, dass da irgendwie ein People ist. Und sagt, bitte hilf mir. Ja, hier sind nämlich auch Zelte. Oder ein Zelt. Da wieder Banditen oder sowas. Hier brennt ein Feuer. Hier ist doch eine Heilpflanze. Hier ist niemand. Wolfsfell. Ja, das ist lustig. Noch ein Wolfsfell. Oh. Zweite Nachricht an Theophil. Hey, Theophil. Ein Stängel Sumpfkraut. Und was hier? Essenz der Heilung. Dann sollten wir doch mal... Was ist das? Okay. Dann sollten wir doch mal die zweite Nachricht an Theophil mal anlesen. Ist die hier unten irgendwie? Vergil-Hinweise. Rezept Alvins Fischsuppe, Ring der Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Nachricht, zweite Nachricht an Theophil. Habe ich denn die erste? Nö. Dann lesen wir mal. Bruder Theophil, wir haben die ganze Gegend nach dir abgesucht. Vergeblich. Vielleicht wurden die unbekannten Gebiete wegen der gefährlichen Kreaturen verlassen und sie in Vergessenheit geraten, obwohl ich immer noch glaube, dass Adanos
Hand war, die den Weg zu diesem Teil der Insel wieder geöffnet hat. Ich hinterlasse diese Nachricht hier für dich in der Hoffnung, dass Adanus deine Schritte an diesen Ort lenkt. Ja, das haben wir schon gemacht. Wir warten an der Ausgrabungsstelle in Jakenda und beten für deine Rückkehr. Adanos sei mit dir, Nefarius. Nefarius! So ist das. Okay, dann wird er wahrscheinlich gemampft worden sein von diesen Feuerwaran. Was mich natürlich nur vermuten lässt. Dann gucken wir uns noch weiter hier mal so ein bisschen um. In der Senke, vielleicht ist ja dieser Mensch irgendwo, was ist er lustig hier, irgendwo versteckt. Aha. Ich höre die ganze Zeit irgendwas einstecken, ausstecken aus dem Holster. Okay. Ratte ist erledigt. So, was gibt's hier noch? Sieht danach aus, als würde hier wer. Ach so. Kommt von hinten an. Komm einfach so von hinten an. Ach, ich dachte, da läge eine Steintafel. Aber nein. Das ist nur Steintextur. So. Reichlich öde hier. Aber, mich deucht was bekannt hier. Ist doch was. Ach, ich suche immer noch diese Aloe. Wer? Die Sonnenaloe, meine ich. War die hier? Nein? Jetzt geht's hier hoch in den Wald. Och, das wird wieder abenteuerlich. Obwohl ich hier unten noch gar nicht alles erkundet habe, sollte ich doch mal erstmal da unten wieder hingehen. Und, los, runter hier. Gucken, was es hier noch gibt. Vielleicht gibt es hier noch was. Ah, Blauflieder ist klar. Ich weiß, dass hier ganz viel Blauflieder ist. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist da irgendwie so ein Turm mal früher gewesen. Und zwar hier, wo ich jetzt bin. Kenne ich das noch von damals. Und das Tor ist weg. Aber da stehen welche. Nicht schon wieder Banditen, was? Doch. Ach du liebe Lieschen. Mann. Naja, ich weiß, hier gibt es ganz viel Blauflieder. Was haben sie da gelassen? Okay, da hinten das Ding nehme ich noch und den Rest mal. Ach, hier gibt es ja noch mehr. Nee, dann gehe ich hier mal runter. Dann soll ich mal hier reingehen. Hier war ich ja noch nicht drinnen. So, das ist hier nicht. Oh, stopp! Steintafel des Armbrustschützen. Moment mal, kann man die lesen und dann kriegt man irgendwie bessere Armbrustfähigkeiten? Dann muss ich mal gucken. Wo sind denn wieder die Steintafeln? Ich darf jetzt hier mal echt mal gucken, wo hier die steinenden Tafeln sind. Da. Was haben wir denn hier? Steintafel des Armbrustschützen. So. Das kann ich nicht lesen. Lesen, ja, toll. Nicht. Brauchst du nicht wegschmeißen. Nur weil du es nicht lesen kannst. Irgendwer kann es lesen. Jetzt gucken wir mal hier drinnen. Räume abspeichern. Gucken. Hier ist ein schöner großer Raum mit ganz vielen Steintafeln da unten. Oder ist das irgendwie... Was sind das hier alles? Ne, das sind keine Steintafeln. Das ist irgendwie Schutt. Schutt und Gemüse. Oh, ich dachte, hier würde auch was auf mich lauern, auf warten und sonst irgendwelche Geschichten. Aber nichts. 0, Periode 0. Ah, da ist ja noch ein Raum. Stimmt ja. Richtig schöner, großer Raum. Hier ist auch nichts drin. Und da ist noch ein großer Saal. Hier komme ich nicht rein. Ach, ein Teleport. Hier ist auch kein Schalter. Das ist ein Erker. Versteckt sich hier. Versteckt sich nichts. Gehen wir mal in den nächsten Saal. Naja, machen wir hier so schöne Kletterübungen. Ja, hier wird wahrscheinlich noch was ablaufen, liebe Leute.
in diesem großen Saal, wo nichts ist. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass hier auf mich etwas Interessantes wartet. Das werden wir aber in der nächsten Folge erleben, ob hier was auf mich wartet. Damit verabschiede ich mich für diese Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ich sage tschüss, euer Ilja Richter. Nein, das war Disco. Ich meine euer David. Macht's gut, ciao.